Das Licht hier am Ende des Tunnels ist für Stefan Vogt eigentlich nicht so interessant. Das hier ist sein Tunnel. Er hat die ehemalige Bahnunterführung zwischen Schwelm und Gevelsberg gekauft. 140 Jahre alt ist das Bauwerk. Uninteressant, sagt Stefan Vogt. Interessant ist der Tunnel nämlich nur, weil sich hier Millionen Jahre Erdgeschichte ablesen lassen. Und weil es eine versteckte Höhle gibt. Der Naturforscher möchte daraus einen Besucherpark machen. Stefan Vogt geht unglaublich vorsichtig vor. Immerhin klettert er auf 365 Millionen Jahre alten Fossilien herum. Wunderschön sind die Wände dekoriert mit den Korallen, mit den Fossilien, die es hier in diesem devonischen Riff gegeben hat. Wir finden uns hier im mitteldevonischen Schwelmkalk. Und da wollen wir jetzt runtergehen und wollen gucken, dass wir das noch ein bisschen sauberer kriegen. Versteinerte Korallen und Muscheln. Später sollen Besucher diese bestaunen. Zum Gelände des Lindenhauser Berges gehört auch ein alter Eisenbahntunnel. Der ist 742 Meter lang. In den Nischen lässt sich bereits das Erdzeitalter mit seinen Ablagerungen erahnen. Die Schichten fallen alle nach Süden ein, schräg. Das heißt, wir brauchen weder zu klettern noch irgendwo hochzusteigen. Die Schichten kommen alle auf unser Niveau. Diese unterschiedlichen Schichten sind wie einzelne Buchseiten der Geologie, die man hier wirklich hervorragend studieren kann. Hier will der 56-Jährige später Besucher durchführen. Der Spritzbeton soll noch dieses Jahr entfernt werden. Mit dem hatten Bauarbeiter die Wände stabilisiert. Aber auch diesen Eingang zu einer Naturhöhle im Tunnel verschlossen. Hier kommt normalerweise ein Bach raus, wo ich stehe. Und hier sehen wir jetzt ein wunderschönes Röhrenprofil. Und dann sehen wir auf der rechten Seite schon das Licht aus dem Tunnel. Denn die Höhle hat keinen natürlichen Eingang. Sie ist praktisch bei den Tunnelarbeiten angeschnitten worden. Am Tunnelende betreten wir mit Stefan Vogt eine andere Welt. In Jurassic Park, aber mitten im Ruhrgebiet. Die Stadt Schwelm wollte die 7 Fußballfeld große Fläche mit Tunnel nicht kaufen. Das war Stefan Vogts Chance. Vor über 40 Jahren war er schon mal hier mit Forschern und anderen Höhlenexperten. Wir haben hier 83 angefangen, Entschuldigung, und haben dann hier die ersten Höhlen gefunden. Damals noch illegal und man konnte im Traum nicht daran denken, dass man Jahrzehnte später Besitzer wurde von diesen Höhlen, wo man damals illegal ran war. Damals war hier ein Felssturz und das haben wir dazu genutzt, diese 8 Höhlen in diesem Bahneinschnitt zu entdecken, zu erforschen. Er will die Höhlen als Biotop für Tiere erhalten. Der 140 Jahre alte Tunnel soll später als Fahrradtrasse mit Geldern vom Land ausgebaut werden. Und dann wird sein Traum vom Geopark Ruhrgebiet wirklich werden. Mensch, was muss man bezahlen für so ein Gelände? Es gab einen symbolischen Preis, als Stefan Vogt das Gelände gekauft hat. 1 Euro.